heutigen Welt entdecken wir eine religiöse Versammlung. Anhänger des Jainismus, der indischen Religion, die mit besonderem Nachdruck das Töten lebender Wesen verbietet. Diese Jaina-Nonne trägt einen Gaseschutz vor ihrem Mund, um nicht aus Versehen ein Insekt zu verschlucken. Dies sind Christen. Die Christen bilden die drittgrößte Religionsgemeinschaft in Indien. 10 Millionen. Das sind gut 2% der Gesamtbevölkerung. Hier vor der Mahim-Kirche erhoffen sie von dem wundertätigen Marienbild Heilung ihrer Krankheiten. Der indische Staat gewährt volle Glaubensfreiheit für alle Religionen. Sie betet um Heilung. Sie fleht für ihr krankes Kind. Hingabe an Gott fordert der Islam. Mit ihren 5 Gebeten am Tag, wo auch immer der Gläubige sich gerade befindet, bekennt sich in Indien eine Minderheit von 60 Millionen Moslems inmitten der 380 Millionen Hindus zu ihrem einzigen Gott, zu Allah. Von den Minarets ertönt es: Gott ist groß, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Aber 4/5 des indischen Volkes gehören dem Hinduismus an. Am frühen Morgen schon tönen aus den Tempeln die Gebetshymnen der Hindus. Wir sind hier am heiligen Banganga-Teich. Nun wissen die Gläubigen, dass der Priester seinen Tempel geöffnet hat. Hier geht eine Frau aus hoher Kaste zum Tempel, zu ihrer täglichen Andacht. Es ist die Frau von Professor Godbole, mit dem wir uns angefreundet haben. Sie will Gott Shiva ihr Opfer bringen. So lernt ihr kleiner Sohn Bollu schon früh und noch unbewusst die Riten kennen, die er sein Leben lang immer wieder vollziehen wird. Hier in der Vorhalle des Tempels steht der heilige Stier Nandi, das Reittier des Shiva, dem der Tempel geweiht ist. Der Nandi-Stier wird zuerst verehrt. Frau Godbole hat ihren besten Schmuck angelegt und trägt Gold im Nasenflügel. Im Gegensatz zum Mohammedaner verehrt der Hindu seinen Gott in bildlicher Form. Es gibt viele Götter im Hinduismus. Aber jeder Hindu verehrt einen von ihnen als den Höchsten. Diesem einen vertraut er sich ganz an und vor diesem einen verblasst die Bedeutung der anderen Götter. Auch in diesem Shiva-Tempel sind noch andere Götter dargestellt. Auch sie erhalten ein kleines Blumenopfer. Aber der Herr des Tempels ist Gott Shiva, dessen Symbol im Dunkel des Allerheiligsten auf den Gläubigen wartet. Statt eines Bildes des Gottes steht hier das Linga, Symbol der Fruchtbarkeit. Hier verrichtet Frau Godbole in ähnlicher Weise wie beim Nandi-Stier ihre Puja.
Jetzt legt sie eine Kokosnuss als Opfergabe nieder. Unter Puja versteht der Hindu das Gebet und diese ganze Folge ritueller Handlungen am Götterbild. Frau Gottbully kehrt nach Hause zurück. Hinter den beiden Fenstern im ersten Stock ist das einzige Zimmer der siebenköpfigen Familie. Das ist die Küche. Gegenüber der Kochecke steht der Altar von Großvater Gottbully, der nicht mehr zum Tempel gehen kann. Frau Gottbully verbringt, wie die meisten Hindu-Frauen, einen großen Teil des Tages in der Küche. Sie hat die höhere Schule besucht und auch ihr Abitur gemacht, ist aber nicht ins Berufsleben gegangen, sondern hat, wie so viele gebildete Mädchen ihrer Generation, gleich nach der Prüfung geheiratet. Frau Gottbully lebt nach dem Wort der alten Hindu-Schriften: In Sanftmut soll sie ihrem Manne dienen, zu ihm stehen in Glück und Unglück, Gesundheit und Krankheit. In der Altarecke setzt sich ihr Schwiegervater zur Puja nieder. Wie so mancher alte Mensch mag auch er sich mit der Frage beschäftigen, was ihn nach dem Tode erwarten wird. Zwei Möglichkeiten stehen dem Hindu vor Augen: die Wiederverkörperung und die Erlösung. Im ersten Falle wird er zunächst in Himmel oder Hölle Lohn oder Strafe für sein irdisches Verhalten empfangen. Dann wird er als Mensch oder als Tier wiedergeboren werden, denn Himmel wie Hölle sind nur Durchgangsstadien zur nächsten Wiedergeburt. Diese Seelenwanderung kann sich bis in alle Ewigkeit fortsetzen. Der Fromme aber trachtet danach, von diesem Kreislauf erlöst zu werden. Durch hingebungsvolle Verehrung hofft er, die Gnade seines Gottes und die ewige Seligkeit zu erlangen. Ayu Allah Maharaj, 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 Ayu Allah